Leonard. Er ist zum Beruf Futurist im Bereich Medien, Telekommunikation, Technologie, Kommunikation, Marketing und auch Umwelt. Er ist auch CEO der Firma The Futures Agency. Dargestellt. Wo stehen denn die Medien in 2 bis 3 Jahren? Ich würde sagen, wir sind an einem Scheidepunkt, wo für viele Medien die Frage, ob sie den Content kontrollieren können, also das Kopieren oder das Verkaufen von CDs oder DVDs, das wird immer schwieriger. Das heißt, die Medien müssen sich überlegen, ob sie den Zugang verkaufen können, nicht die Kopie. Nicht ob, sondern wann Aufmerksamkeit wandert, Geld wandert. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die vernetzte Gesellschaft weltweit sind 2,2 Milliarden Leute. Bald werden das 5,6 Milliarden Leute sein, die auf Handys, aufs Internet gehen. Es kommt ganz klar, wie Ray Kurzweil, der Gründer von Singularity, sich vorstellt, die totale Verknüpfung von Mensch und Maschine. Sicherlich auch für Medien ein interessanter Gedanke ist, wenn das Realität ist und ich kann mein Fernsehen mit meiner Stimme kontrollieren und dann die Bilder mit meinen Armen, dann leben wir schon in einer anderen Welt. So die Welt.